Hallo, heute ist Dietrich Borg bei mir, er ist 54 Jahre und christlicher Berater. Und Dietrich, ich bin echt froh, dass du bereit bist, Farbe zu bekennen. Und ich frage mich gerade, christlicher Berater, wo hast du denn Jesus Christus das erste Mal erfahren oder wie hast du von ihm gehört? Okay, das war über einen sehr langen Zeitraum, vielleicht von 7 Jahren. Und wenn die erste Person, die ich kannte, mir sagte, was hast du gegen Jesus? Weil ich war mit alles anderes involviert, Esoterik, verschiedene Religionen und Philosophie. Aber von Jesus eigentlich wollte ich nicht wissen. Alles anderes hat eigentlich nicht funktioniert. Und ich dachte, das ist das Letzte. Wir geben es allen Chance. Hat mit über diesen Zeitraum von 7 Jahren mit verschiedenen Menschen gesprochen, verschiedene Situationen erlebt. Und Jesus hat nach und nach mir gezeigt, dass er einfach da ist. Und dann einmal hat er mir gefragt in einem Gottesdienst, ob ich mit ihm gehen wollte. Und ich überlegte es und ich habe gedacht, ja, das will ich. Das will ich. Von all dem, was ich gehört habe, was ich bis dann erlebt hatte, habe ich gedacht, es ist gut, das zu tun. Dann habe ich dem mein Leben Jesus gegeben. Wie alt warst du da? Also das ist ja faszinierend. Alles andere hat nicht funktioniert. Bei Jesus hast du gesehen, er ist wirklich da. Wie alt warst du da? Ich war 30. 30 Jahre. Und wie hat Jesus dann dein Leben verändert? Also vorher Esoterik und dann mit Jesus. Was ist anders geworden? Als ich mein Leben Jesus gegeben habe, kurz nachher fühlte ich mich wirklich, als wie ich gerettet wurde, im Sinne von, dass ich auf dem See gewesen wäre, in einem Schiff, der Schiffbruch erlebt hat und ich eine Überlebende war. Und das war mein grundsätzliches Gefühl. Ich hatte überlebt in einer Welt, der eigentlich nur kaputt macht. Und ich denke, wenn ich Jesus nicht kennengelernt hätte, wäre ich schon gestorben. Ich war auch mit Drogen und auch mit Sex, Drugs, Rock'n'Roll, das Ganze so beschäftigt. Und das ist, dass ich hier bin heute, ein ganz normales Leben führe, einigermaßen stabil bin, anderen Menschen dienen kann, das ist wirklich nur Jesus zu danken, sein Wirken in meinem Leben. Was sagst du denn deinen anderen Menschen, warum sollten sie Jesus Christus kennenlernen? Vielleicht auch gerade in deiner christlichen Beratung sind ja vielleicht nicht nur Christen, warum sollten sie diesen Jesus kennenlernen? Um Hoffnung zu bekommen in einer Welt, wo wirklich wenig Hoffnung ist. In meinem Beruf als christlicher Berater treffe ich sehr viele verschiedene Menschen aus sehr vielen verschiedenen sozialen Schichten, sehr viele Berufe. Und das, was ich vermitteln kann, ist Hoffnung, die ich selber durch Jesus erlebt habe. Viel Heilung persönlich, in meiner Persönlichkeit, in meinem Sein. Und Jesus kann das. In Situationen, wo Hoffnungslosigkeit da ist, wo traditionelle, sagen wir mal, Medizin nicht mehr helfen kann, kann Jesus da ansetzen und an Hoffnung geben, an Veränderung geben, Heilung geben und Erneuerung. Also ich danke Jesus an der Stelle und vor allen Dingen dir, dass du bereit warst, Dietrich. Dankeschön.